Am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Lindenstraße im Lampertheimer Ortsteil Hofheim aus. Das Erdgeschoss eines ehemaligen Hotels brannte. Wir haben hier einen ausgedehnten Brand in einem ehemaligen Hotel. Der Sachverhalt ist der, dass wir im Bereich Erdgeschoss im Saal und im Obergeschoss darüber massive Brandeinwirkungen haben. Der Brand ist zurzeit unter Kontrolle. Wir haben jetzt nur noch Nachlöscharbeiten am Laufen und sind im Moment dabei, die Glutnester zu finden und das Gebäude komplett auszuräumen. Gott sei Dank waren von den Anwohnern niemand in einem gefährdeten Bereich. Die anderen Bereiche wurden verlassen, sodass wir hier zumindest von keine Personenschäden beklagen können. Bei unserem Eintreffen war das schon sehr intensiv an mehreren Stellen, sodass man da auch von einer recht langen Vorbrandzeit ausgehen muss, bis das Feuer entdeckt wurde. Was halt hier problematisch ist, sind die Brandnester in den Zwischendecken, die jetzt halt in diesen Rohrmattendecken enthalten sind, sodass wir hier noch sehr umfangreiche Such- und Löscharbeiten haben werden. Aber das Feuer an sich ist unter Kontrolle bzw. so gut wie aus. Das Feuer wurde durch die Wehren aus Hofheim, Hüttenfeld, Lampertheim, Bürstadt sowie Worms gelöscht. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Warum der Brand in dem Gebäude ausgebrochen ist, muss nun von den Brandspezialisten geklärt werden. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen dazu übernommen.